So einen haben wir als Gegner. Ja, geil, ne? Macht ja richtig Bock wieder. Ach du. Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute hat man eins Bed Wars auf Platz 1. Und was ist das da unten richtig? Es ist das Feuerstein 3K Bett. Und das ist das Feuerstein 3K Bronze. Das Feuerstein 3K Inventar. Und der Feuerstein 3K Packmaker auch in der Videobeschreibung verlinkt. Und das ist das Feuerstein 3K Pack einfach. Und ich möchte euch erstmal ein paar Sachen dazu sagen. Das TNT wird noch neu gemacht. Das TNT wird noch im blauen Stil gemacht. Das Inventar. Das Pack habe ich jetzt nochmal neu gesendet bekommen. Ja, und das ist die neueste Version sozusagen, werde ich euch dann zeigen. Es gibt noch ein paar Sachen, die ich euch hier noch vorenthalte. Der Bettabbau-Sound gefällt mir persönlich sehr gut, aber dazu möchte ich noch nicht so viel sagen. Die Blöcke sind mein persönlicher Favorit des Packs. Pack ist vor allem Packs. Und bei 3000 Abonnenten werde ich dieses Pack hier releasen. Was bedeutet das für euch? Richtig, das bedeutet für euch, ihr müsst meine Videos und meinen Kanal und meine Streams alles teilen. Einfach den Leuten mal sagen, sie sollen mich abonnieren bzw. mal bei mir vorbeischauen und mich abchecken. Aber bitte nur abonnieren, wenn ihr mich auch schaut. Denn um den einen Abo geht es mir nicht, wenn ihr es mit Multi-Account zum Beispiel macht. Das feiere ich jetzt überhaupt nicht. War ja auch übrigens der Grund, wieso ich meinen alten Kanal geschlossen habe, weil halt alle inaktiv waren. Und ihr habt gerade diesen Bettabbau-Sound gehört, deswegen war ich auch leise. Auf jeden Fall richtig heftig geil. Und generell feiere ich einfach alles an diesem geilen Pack hier. Ja, auf jeden Fall gönnt's euch. Das ist noch nicht in der Videobeschreibung. Gönnt's euch bei 3000 Abos. Natürlich an die größeren YouTuber würde mich natürlich freuen, wenn ihr mich pusht, dass es dann auch schneller geht. Aber ist euch überlassen und genau, macht einfach mal vielleicht ein Video über meinen Pack. Ich kann es zum Beispiel jemandem von euch schicken und dann kann er ein Video drüber machen, wenn er ein bisschen größer auf YouTube ist, also so ab meiner Größe oder beziehungsweise so ab, ja, so 1K oder so, keine Ahnung, halt, wenn man ein bisschen Bekanntheitsgrad hat auf YouTube, dann kann ich es ihm schicken, schreibt mir einfach eine YouTube oder Twitter PN und ich kann eure Anfrage mal annehmen und dann könnt ihr mir auf jeden Fall mich pushen damit. Und jetzt das Stress mit mir in der Runde, das finde ich nicht so geil, weil für eine Aufnahme möchte ich halt eigentlich nicht schwitzen. Das ist auch ein Top 10 Spieler, der ist ziemlich gut. Habe ich jetzt eigentlich gar keinen Bock drauf, aber gut, wenn er da ist, dann ist er da, ne? Aber wir haben ihn. Ich gehe aber jetzt mal nicht direkt auf ihn, da ich noch Team Rot holen möchte. Denn ich gehe jetzt nicht direkt auf den Target oder den Win. Ich möchte einfach mal eine gechillte Runde hier talken mit euch und mich nochmal für die 2,6k, fast 2,7k bedanken. Denn es geht echt extrem schnell momentan. Und da mich einfach mal großes Dankeschön euch zusprechen. Das ist mir wirklich sehr, sehr viel wert. Und ich werde mich noch Platz 1 halten, übrigens hier im Stats BW. Ich bin auf einer 7er KD und Platz 1 immer noch. Und ich würde einfach mal sagen, nächsten Monat versuche ich eine OP KD zu schaffen. Ich werde wieder ein Video zu machen. Das werdet ihr auf jeden Fall sehen. Wieso ich mich da gerade hier so waghalsig reingeworfen habe, weiß ich nicht. Kann ich euch nicht beantworten, Leute. Und nochmal danke an Stress mit mir, dass er jetzt nicht direkt auf mich geht. Finde ich geil. Ich hätte jetzt eigentlich damit gerechnet, dass er direkt auf mich jetzt rusht. Aber anscheinend macht er es nicht. Und das Pack hier wird übrigens free sein und ich hoffe, dass irgendjemand von euch das auf RP24 auf jeden Fall hochlädt. Würde mich auf jeden Fall echt extrem freuen. Und das war ein altes MLG, vielleicht können wir ja noch die Runde hier holen. So, jetzt hat nur noch Stress mit mir im Bett und sonst halt noch ich. Mal gucken, wie die Runde hier noch verläuft. Ich möchte mich noch einmal herzlich bedanken bei der Aufruf- und Like-Zahl-Differenz, sage ich mal. Denn bei den letzten Videos war das echt insane. Einfach mal nochmal danke dazu vor allem dafür. Und ihr seht, der hat irgendwie so einen komischen Stick, denkt ihr euch jetzt, ne? Nee, der hat keinen komischen Stick, der hat die Blaze Rod. Und die Blaze Rod ist nämlich in meinem Pack echt extrem geil. Aber es kommt mir auch so vor, als wird der Typ nur da in dieser Ecke da oben gammeln. Wenn wir uns sehen, dann ist der immer oben in dieser komischen Ecke da. Ein Minuspunkt, aber das ist eigentlich also wirklich irrelevant, nicht wirklich wichtig, ist, dass man die Abbauanimation sehr leicht nur sieht. Also nicht mit hellem Hintergrund, das irritiert das Auge zu sehr. Zumindest, wenn es um die Blöcke geht, sage ich mal. Auf jeden Fall ist jetzt hier der Schwarze. Und mal schauen, wie wir uns schlagen. Mal schauen, wie wir uns schlagen. Er hat keine Rüstung, ich habe Rüstung. Ach, er hat doch Rüstung, okay. Aber ich habe ihm First Aid gegeben. Ich sollte das eigentlich gewinnen. Okay, er hat aber drei jetzt mehr. Wir haben es doch Same jetzt gegeben, okay.
Übrigens nochmal, ich bin Feuerstein YouTube und meine kompletten Ingame-Names von den Accounts, mit denen ich spiele, steht in der Videobeschreibung, die Liste, sag ich mal. Bedeutet, hört auf, der Echte zu schreiben oder so, das nervt mich einfach nur. Also das ist einfach nicht mehr cool. Und jetzt werde ich hier wieder gesandwiched, ey. Feier ich gar nicht, aber so ist es eben mal. Vielleicht haben wir ja irgendwie in 3 Monaten Premium Plus, das würde mich auf jeden Fall gewaltig freuen. Och nee, Leute, nein. So einen haben wir als Gegner. Ja, geil, ne? Macht ja richtig Bock wieder. Ach du Kacke. Er hat's TNT versaut. Ey, Leute. Das ist irgendwie schon nervig. Hat der was gegen mich? Kasam Quicks YouTube. Verstehe ich nicht. Also, verstehe nicht, wieso man so spielt. Irgendwie ist mir jetzt auch egal. Ich nehme die Runde, denn das ist... Also, ist mir aber wirklich egal gerade. Digga. Ei, 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 Leute, das ist, also, lol. Warum ist denn der gelieft auf einmal? Hä, der Typ lieft einfach, wie geil. Okay, nice, jetzt haben wir wenigstens keinen Abfuck. Denn ich hätte die Runde gerade sowas von verloren. Also, der hätte mein Bett geholt und ich wäre tot gewesen. Aber hat er irgendwie nicht, er ist irgendwie gelieft. So, Stress hätten wir. Jetzt ist Blutwurscht. Jetzt ist Blutwurscht, mein Freund. Du kannst auch nicht Relief schreiben. Auf jeden Fall spiele ich hier wirklich gegen einen sehr, sehr guten Endgegner. Find ich auf jeden Fall spannend. Nicht so ein Randy, fände ich mal cool. Können wir und... Okay, verstehe ich nicht, was er meint. Gut. Aber ist ja egal. Ich hoffe, dass wir den Fight gewinnen. Ich habe ihm ja eigentlich First Aid gegeben, oder? Er kriegt mich trotzdem mit dem Herz. Ich verstehe die Logik nicht. Er hat mich eben schon direkt bekommen. Naja, gut. Er schreibt... Oh... Hä? Lol. Schluck trinken auf jeden Fall. Natürlich professioneller YouTuber am Start. So, ich hatte ein Herz weniger. Das werde ich auf jeden Fall verlieren. Außer ich gebe ihm irgendwie mehr Schaden. Warum auch immer. Jetzt hat er schon wieder ein Herz. Leute, können wir mal das Herz removen? Kann mal jemand irgendwie 9 Herzen einstellen in Minecraft? Fände ich cool. Aber gut. Er ist runtergefallen. Ja, moin. Dann werde ich aber jetzt mal über ihm sein wieder. Und er wird sich wieder equippen und wieder im Cobweb verharren. Aber ich glaube, dieses Mal regeneriere ich, bevor ich auf ihn gehe, wenn er im Cobweb sein sollte. Oh, er macht eine andere Taktik als sonst. Na gut, kann er machen. Auf jeden Fall seht ihr in seiner Hand, seinen Bros, okay. Die Picke, Blöcke, ich möchte mal seine Blazewood sehen, komm. Zeig, Stick. Okay, ich sehe es gerade leider nicht, aber auf jeden Fall ist der Stick seine Blaze Rod, also bei ihm auf jeden Fall eine Blaze Rod. Und die Blaze Rod ist auch bearbeitet bei unserem Pack. Das haben wir nämlich extra gemacht, damit die Leute eben ein geiles Perk haben, da viele auch mit dem Knochen oder mit der Feder oder mit dem Zauberstab spielen. So heißt es ja, Zauberstab, warum auch immer. So, und jetzt bin ich mal in der Reihe, mein Freundchen. So, und da haben wir ihn auch... Sorry, ich würde einfach sagen, das war's mit der Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like da. Und ich würde sagen, grüßt deinen Stress mit mir. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, schreibt die Meinung zum Pack in die Kommentare. Macht die 3K-Abos voll, pusht mich bis zum Geht nicht mehr. Tschüss.